Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Das in Prime DLC aus der Asche. Was wir jetzt gerade eigentlich beginnen quasi, ne? Könnte man mal so sagen. Und wir landen auf Eden Prime. Dort, wo unser ganzes Projekt begann. Wo Mass Effect 1 begann. So, wen nehmen wir mit? Liara ist gesetzt, also würde ich sagen, komm, ich nehme Ashley mit. In dem schönen Kleidchen. Geht immer. Okay, da ist nichts Neues. Auch ne, ich... Perfekt. Ach! Leute, nein, jetzt habe ich wieder diesen Kackanzug. Das ist doch unfassbar. Es ist doch wirklich unfassbar. So, den Kraftschaden um 20 und den Präzisionsgewehr nutzt sie nie, also das andere. Oh, die hat viele Punkte. Schaden Warp. Ja. Schaden um 40, Dauer um 60, halt Waffenschaden am Ziel um 15. Nö. Kann doch nicht sein, dass ich immer noch diesen Kackanzug habe. Wieso vergesse ich das denn immer? Eden Prime. Hier hat alles begonnen. Hier hat der Proteaner-Sender ihnen die Vision gegeben, die uns vor den Reapern gewarnt hat. Der Sender hat uns ein paar Jahre Vorbereitungszeit gebracht. Ohne ihn hätten uns die Reaper völlig überrumpelt. Genau, also könnte jedes andere proteanische Artefakt auf Eden Prime genauso wichtig sein. Und darum sind sie hier. Und diesmal können sie uns bei jedem Fund helfen. Ich gebe mein Bestes. Wissen Sie, was Cerberus gefunden hat? Die Allianz hatte keine Details darüber, was Cerberus genau gefunden hat. Da die ursprüngliche Ausgrabungsstätte eine Warnung vor den Reapern enthielt, könnte es etwas mit dem Tiegel zu tun haben. Ich bringe Sie so nah wie möglich an die Ausgrabungsstätte ran. Wir werden mit Sicherheit entdeckt, aber ein paar Minuten haben Sie. Gut, danke. Gehört zum Service, Commander. Also gut, alle zusammen. Bereit machen. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte, bevor Cerberus weiß, dass wir hier sind. Versuchen wir's. Kein Anzeichen von Überlebenden. Los, wir müssen die Ausgrabungsstätte finden. Okay. Das war früher eine wunderschöne Kolonie. Wenn wir Cerberus ausgeschaltet haben, werden sie hier alles wieder aufbauen. Ich bin auf Schiffen aufgewachsen. Wenn man eins verliert, kann man immer auf ein neues ziehen. Aber die Erinnerung bleibt trotzdem. Ja. Naja, die ganze Welt, die ganze Galaxis muss neu aufgebaut werden und ich weiß nicht, wie sehr das möglich ist. Eine Galaxis wieder aufzubauen. Oh. Verarbeitungsupdate. Wir haben weitere arbeitsfähige Männer und Frauen aus den befriedeten Gebieten geholt. Die meisten Kolonisten akzeptieren die Geschichte, dass sie harte, aber ungefährliche körperliche Arbeit in einem Service-Forschungslabor auf der anderen Seite des Planeten leisten müssen. Seit wir als Lohn die Essensration erhöht haben, gibt es auch kaum noch Beschwerden. Halten Sie diese Geschichten so lange wie möglich aufrecht. Wir haben zu wenig Leute, um die ganze Kolonie zu bekämpfen. Und wenn diese Familien wüssten, dass sie ihre Söhne und Töchter nie wiedersehen, würden sie mit Sicherheit nicht mehr kooperieren. Shepard, diese Cerberus-Daten könnten den Kolonisten helfen, die in anderen Teilen von Eden Prime noch am Leben sind. Wie? Ich kann diese... Sehen Sie, Proteaner-Tech, die aus dem Boden heraussteht wie ein alter Knochen. Irgendeine Idee, was das ist, Liara? Von hier aus kann ich nicht viel sagen, aber es ist aus ihrer letzten Dynastie. Funktional, aber ohne den Zierat früherer Perioden. Die Archäologen haben sich immer gefragt, warum die proteanische Architektur gegen Ende einfacher wurde. Jetzt ist es klar. Sie waren so mit dem Kampf gegen die Reaper beschäftigt, dass sie keine Zeit mehr für Ästhetik hatten.
Ja. So. Da, das ist der Aufzug runter zur Ausgrabungsstätte. Mhm. Ich kann hier wahrscheinlich auch nicht rüber, ne? Nee. Okay. Gut. Dann los. Bei der Göttin, das kann doch nicht sein. Das ist kein proteanisches Artefakt. Sondern ein Proteaner. Eine Proteanerleiche? Nein, Cerberus hat einen lebenden Proteaner gefunden. Sie haben recht. Das kann nicht sein. Die Proteaner hatten eine sehr gute Stase-Technologie. Nur dadurch sind ihre Artefakte intakt geblieben. Cerberus hat das in einem unterirdischen Bunker gefunden, mit Energie. Er liegt seit 50.000 Jahren in Stase und wartet auf uns. Wir könnten so viel lernen. Das ist interessant. Was können Sie mir über Proteaner erzählen? Das Volk, nicht die Technologie. Die meisten Informationen über sie sind nur Schlussfolgerungen. Das Proteanerreich umspannte die Galaxie. Sie haben viele Spezies unterstützt, damit sie sich der galaktischen Gemeinschaft anschließen konnten. Unterstützt? So wie die Salarianer die Kroganer aus der Steinzeit geholt haben? Ja, den Ausgrabungsstätten auf dem Mars oder hier auf Eden Prime zufolge wollten die Proteaner, dass andere Spezies dazulernen. Sie waren sehr an Wissen, Wachstum und Zusammenarbeit mit dem Rest der Galaxie interessiert. Wow. So wie Sie das beschreiben, klingt das sehr nach den Asari. Meine eigene Wahrnehmung ist natürlich etwas verfälschend. Aber was die Proteaner auch waren, ein lebendes Exemplar ist eine unfassbare Gelegenheit. Zum Glück haben wir eine Expertin. Ich tue, was ich kann. Wenn ein einzelner Proteaner in Stase versetzt wurde, könnte er der führende Wissenschaftler seiner Zeit sein. Oder der weiseste Ratgeber. Ach, Cerberus hat die Kapsel beim Ausgraben beschädigt. Die Lebenszeichen sind instabil. Holen wir ihn raus. Nein, das würde ihn töten. Wir brauchen das Befehlssignal, mit dem der Stase-Modus beendet wird. Außerdem müssen wir die Kapsel aufbekommen, ohne noch mehr Schaden anzurichten. Cerberus wollte in den Laboren in der Nähe die Funde von der Ausgrabungsstätte erforschen. Da sollten wir anfangen. Hinterhalt! Na, wunderbar. Da hinten. Was? Was bist du? Ach, eine Nemesis wieder. Ach, komm. Hallo. Habe ich was verpasst? Wow. Ich habe mich gerade gewundert, wie lange ist das Ding? Hä? Ups, oh. Hallo. Also gut. Bewegung, bevor noch mehr von denen kommen. So. Noch mehr Sachen suchen. Proteanische Artefakte, irgendwie sowas. Oh, was haben wir denn hier? Truppeneinsatz-Update. Schwerer lokaler Widerstand in den Süd- und Westsektionen der Kolonie. Wir haben die meisten unserer Truppen zur Unterstützung aus dem Norden abgezogen. An alle verbliebenen Kräfte im Norden setzen sie sich Standardpatrouillen fort, um die Illusion einer starken Präsenz in dem Gebiet zu wahren. Während die Einheimischen wüssten, dass wir unbesetzt sind, könnten sie erheblichen Schaden anrichten. Noch mehr Informationen, um den Kolonisten zu helfen. Je mehr wir finden, desto besser wird ihre Chance. Oh, was ist das denn? Ausrüstung bergen. So. Was habe ich hier? Kommen wir hier durch? Okay. Wow! Was zur? Nicht gut. Eieieiei. Hallo?
Ja. Was? Oh. Ich finde das ja ein bisschen übertrieben, wie gut dieser der Nahkampf hier mal ist. So, was? Na. Haben wir alles? Super. Da, die Laboraufnahmen der Proteaner. Cerberus studiert sie, um das Signal zur Deaktivierung der Stase zu finden. Da gehen wir erst gleich rein. Ich will erstmal gucken, ob hier noch mehr ist. Ausrüstung bergen. Was haben wir hier? Oh. Eine Kaffeetasse. Sie wurden niedergeschossen, während sie sich bei ein paar Drinks das Spiel angeschaut haben. Ich hasse es, in Städten zu kämpfen. Das ist kein Schlachtfeld, sondern das Zuhause von jemandem. Das ist so unfassbar. Ich nehme mal übrigens eine Gesundheit, ne, wie ich gerade mal so merke. Hm. Wäre ich zum ersten Mal dann gestorben in der Story? Also so auf dem Boden jetzt? Ich glaube ja, ne? So. So. Na, wunderbar. Komm. Hä, was? Ach, komm. Na. So. Haben wir? Hört sich ruhig an. Da, die Laboraufnahmen der Proteaner. Cerberus studiert sie, um einen Weg zu finden, die Kapsel zu öffnen. Hä, wie sind das jetzt? Das ist ein anderer Raum hier. Bin ich blind? Die Schotten dicht! Verstanden. Wie viele haben wir verloren? Die Reaper haben ungefähr 300.000 Lebenskapseln zerstört. Ein Drittel unseres Volkes. Alarm! Nordshot kann nicht dicht gemacht werden. Feinde entdeckt. Dann alle Kräfte nach Norden! Das duplizieren und die Lebenskapsel öffnen. Sie haben das verstanden? Sie nicht? Nein, ich habe nur Rauschen gesehen. Cerberus hat versucht, es zu verstehen, ohne Erfolg. Der Proteaner-Sender. Das letzte Mal hier auf Eden Prime hatten sie eine Vision der Reaper. Das stellt ihren Geist so ein, dass sie ihre Sprache verstehen. Wie auch immer, ich habe das Video gesehen und wie die Lebenskapseln versiegelt wurden. Perfekt. Dann brauchen wir nur das Signal, mit dem sie den Stase-Modus aktiviert haben.
Stimmt. Ja, kein Ding, ne? Wow. So. Da ist gar nichts. Was ist denn hier? Auf dem Dach. Wahrscheinlich nichts, aber ich gehe mal drauf. Munition. Und halt tatsächlich nichts, ja, ne? Wie zu erwarten. Eine Ausrüstung, die wir bergen können. Ziemlich viele Credits gibt es hier. Widerstandsinformationsupdate. Wir haben eine Nachricht von unserer Quelle in der Widerstandsbewegung von Ihnen Prime erhalten. Morgen Abend zwischen 2200 und 2300 wird es einen Angriff auf unser Sicherheitszentrum geben. Sie ziehen dazu Kräfte aus der ganzen Kolonie zusammen. Eine perfekte Gelegenheit für uns, ihre Führungsebene auszulöschen. Sobald der Angriff zurückgeschlagen ist, lassen sie Dr. William Cambiata entkommen und feuern ein paar Schüsse knapp daneben, damit es realistisch aussieht. Er hat uns gute Informationen gegeben und mit etwas Glück sehen die Bewohner in ihm einen tollkühnen Helden, weil er als einziger der Servos-Falle entkommen ist. Vielleicht ernennen sie ihn sogar zum Anführer. Perfekt. Mit diesen Informationen hat die Widerstandsbewegung von Eden Prime eine echte Chance, Cerberus von ihrer Kolonie zu vertreiben. Mhm. Ja. Das war... wusste ich jetzt nicht. Das war die Nebenquest. Achso. Ich wusste, dass es hier eine Nebenquest gibt, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das die ist, so... dass das so schnell ging. So, was haben wir denn da hinten? Waren wir da schon drin? Ich weiß es nicht. Kommt mir noch nicht so vor. Oder doch? Doch? Doch, anscheinend schon. Ach, oder ist das hier das direkt, wo, wenn... Okay, da ist die Brücke. Okay, dann haben wir das alles geschafft. Irgendwo hier... war das zweite Proteaner-Ding, was wir entschlüsseln konnten. Ach ja, hinter der Tür, genau, da waren wir noch nicht drin, stimmt. So. Alle. Ich hätte nie gedacht, dass unser Reich fällt. Wird es nicht. Wir schlafen, bis die Reaper in den Orkusnebel zurückkehren. Dann erheben wir uns Millionen stark. Für das Reich. Für das Reich. Ab in ihre Stase-Kapsel. Victory, schicken Sie das Stase-Bereitschaftssignal an alle Lebenskapseln. Und die Flüchtlinge, die den Bunker noch nicht erreicht haben? Ihr Opfer wird vom nächsten Reich gewürdigt werden. Haben Sie das auch verstanden? Ja, ich habe das Signal, mit dem die Proteaner den Stase-Modus aktiviert haben. Na wunderbar. Ausgezeichnet. Dann haben wir alles, um die Kapsel zu öffnen. Ihre Verstärkung ist da. Ah, okay. Ja. Habt ihr mal auch irgendwann viel schicken können? Irgendwie ist da ein Geschütz. Oh ja. So. Heißt es jetzt wieder für uns zurück und die Proteane. Aua! Mann am Boden! Achso.
Aua. Na. Na komm. So. Naja, hä? Von was werden wir hier angegriffen? Hm. Harmlos. Hier lang? War hier die Brücke? Die Brücke eingezogen. Wir müssen einen anderen Weg rüberfinden. Als wenn die den Schwanz eingezogen hätten. Quasi. Was dieser Schwanz eine Brücke ist. Und ich dachte, wir müssen da hinten hin, weißt du, da evolutionieren. Okay, das ist der falsche Weg. Nicht hier unten können wir nicht lang, das bringt zumindest nichts. Puh, wo muss man denn jetzt lang? Hier Frachtsachen. Sieht alles aus, als wäre das hier die Grenze. Als wäre da nichts. Das ist noch eine Tür. Aber auch hier ist nichts. Ach, das war das. Ach so. Stimmt. So. Da ist auch nichts. Hilft uns die Karte? Natürlich haben wir die Karte nicht. Gut. Also nicht ganz, aber vielleicht haben wir irgendwo oben einen besseren Überblick. Ich weiß das noch nicht so ganz. Ach komm. Ach, das muss doch jetzt nicht sein. Ashley? Ach, komm. Niyama. Darf ich jetzt? Danke. So, okay. Plum, plum. Wo müssen wir denn jetzt lang? Wenn wir die Brücke nicht nehmen können. Hier ist ja gar nichts, ne? Das ist schon mal gut. Prinzipiell. Theoretisch würde ich sagen, funken wir die Normen die ab und die holt uns ab. Aber. Oh. Ich dachte mir, da könnte ja vielleicht funktionieren, ne? Aber okay, dass das dann wirklich funktioniert. Ja. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also ich hätte jetzt einfach gesagt, ja, klettert doch hier runter. Ja gut, das, ja, da wäre man vielleicht dann wirklich mal drauf gekommen. Stimmt schon. So. Was ein Gestöhne, ne? So, wo war der Saal da hinten? Hallo. Ich übermittle das Signal. Perfekt. Es wird ein bisschen dauern, bis die Lebenskapsel es verarbeitet hat. Ach, komm bitte. Commander, es sind zahlreiche Feinde im Anmarsch. Na, wunderbar. So. So, wow. Da sind sie. Ja, ich sehe sie.
Diesmal vielleicht nicht die Feinde alle töten, während sie noch quasi mit dem Schiff da sind. Da haben wir ja schlechte Erinnerungen dran. Weil wir quasi zu gut waren und das Skill war halt einfach too high. Alter. So. Ich habe hier doch Munition gesehen, glaube ich. Hallo. Ach echt? Hallo. Ach, du brauchst keinen Sanitäter. Hallo. Ah, oh, Munition. Sieht aus, als hätten wir kurz Zeit, um Luft zu holen. Machen wir das Beste draus. Richtig, richtig, richtig. Hat die Lebenskapsel den Stase-Modus beendet? Wir haben es fast geschafft! Das hört sich doch schön an. Trotzdem muss nicht schreien. Befindet sich ein Nachschublager von Cerberus, falls sie Munition haben. Ich kann die Feinde mit einer Singularität blockieren. Ja, ich weiß, aber die Feinde sind weg, Lee, aber... Was sind das? Schwerer Mac, er darf nicht nah rankommen! Nachkommen. So, alles draufhauen, was wir haben. Mach ich. Nachkommen, falsche Taste. Da sind die doch richtige. Oh. Hallo. So, das war einfach. So. Na, wunderbar. So, hallo. Ach da. Ach komm. Wie er so einen Hechtsprung haut. Ich höre doch noch ein Schiff, ach, da hinten. So. Ja, echt? Ich nicht. Gute Idee, Lee, aber. Dachchen. Ja, keine Kaffeepause machen. Sterben. Das ist viel spannender. Geschafft. Sie können die Lebenskapsel jetzt öffnen. Ja, okay. Hallo. Wer bist du denn? Sie haben es geschafft. Göttin. Er braucht vielleicht eine Weile, um sein Bewusstsein wiederzuerlangen. Vorsichtig, er ist verwirrt. Nicht vergessen, für uns sind es 50.000 Jahre, aber für ihn sind es nur... Ein paar Minuten. Negativ. Berechnung zufolge wird der Bunker überrannt. Kapseln online! Diese Soldaten leben noch! Ihr Opfer wird vom nächsten Reich gewürdigt werden. Zur Lebenskapsel. Die Neutronenreinigung säubert die Anlage. Was davon übrig ist. Ein paar hundert Leute.
Wie soll ich daraus ein Reich wieder aufbauen? Weitere Änderungen sind erforderlich. Die Neutronenreinigung hat die Anlage beschädigt. Soll heißen? Sensoren außer Betrieb. Automatische Reaktivierung keine Option. Sie bleiben in Stase, bis eine neue Kultur diesen Bunker findet. Möglicherweise reicht die Energie nicht. Keine Kapseln mehr abschalten! Ich brauche alle, die übrig sind! Auf Energiebedarf wird angemessen reagiert werden. Sie werden die Stimme unseres Volkes sein. Ich werde mehr sein als das. Wie viele andere? Nur sie. Verstehen Sie mich? Ja. Ich habe Ihre Physiologie und Ihr Nervensystem gelesen und kann Ihre Sprache verstehen. Sie haben mich also gelesen, während ich Zeuge war? Unsere letzten Momente. Unser Scheitern. Es war kein Scheitern. Ihr Volk hat alles getan. Es hat nie aufgegeben. Und diese Entschlossenheit könnte ich jetzt brauchen. Shepard, Sie haben gerade das Interesse von Cerberus geweckt. Asari. Mensch, ich bin von Primitiven umgeben. Hier ist es nicht sicher. Kommen Sie mit uns. Bekämpfen Sie die Reaper? Ja. Dann bin ich gespannt. Ein lebender Proteaner? Korrekt, Admiral. Aber er ist nicht so, wie wir erwartet hatten. Commander, unsere Wissenschaftler konnten noch nicht ermitteln, was der Katalysator ist. Wenn der Proteaner beim Bau des Geräts helfen kann, brauchen wir seine Kooperation. Verstanden, Admiral. Wir verlieren immer mehr Kolonien. So etwas wie die Reaper-Streitmacht haben wir noch nie gesehen. Er schon, Admiral. Kann er uns helfen? Das werde ich herausfinden. Gut, Cerberus hat uns eine neue Waffe gegeben, die wir nutzen müssen. Hackett, Ende. Shepard, ich brauche Sie im Backbord-Frachtraum. Es geht um unseren neuen Gast. Bin unterwegs. Was ist das Problem? Shepard, ich wollte den Raum freundlicher gestalten, aber Sie lassen mich nicht zu ihm rein. Verzeihung, Doktor. Kontaktprotokoll bei neuer Spezies. Von Feindseligkeit ist auszugehen. Die Vorschriften waren ganz schön verstaubt. Aber er ist nicht neu. Ich studiere die Proteaner schon mein ganzes Leben. Wir können ihm vertrauen. Rühren, ich glaube nicht, dass unser Gast ein Problem darstellt. Oder? Das kommt auf Sie an. Sie bekämpfen die Reaper und dennoch spüre ich mehr Zuversicht als Angst. Sie glauben an den Sieg. Was meinen Sie mit spüren? Das Leben hinterlässt Spuren, die man lesen kann. In Ihren Zellen, Ihrer DNA. Erfahrung ist ein biologischer Marker. Was genau habe ich dann auf Eden Prime erlebt? Das war ein Wahnsinns-Flashback. Die Schlacht hat bei mir etwas hinterlassen, das ich auf Sie übertragen habe. Es funktioniert in beide Richtungen. Wie Ihre Sender? Ja. Die. Fanden Sie einen? Sie sahen alles. Unsere Vernichtung. Unsere Warnungen. Warum haben Sie sich danach nicht auf die Reaper vorbereitet, Mensch? Es heißt Commander. Und Ihre Warnungen waren unverständlich. Der Sender hätte mich fast getötet. Dann kommuniziert dieser Zyklus noch primitiv. Wir haben zusammengesetzt, was ging. Und damit vor 3 Jahren eine Reaper-Invasion gestoppt. Dann wurde die Auslöschung verzögert?
Jetzt haben wir Ihre Pläne für den Tigel. Er ist bereits im Bau. Tigel? Die Waffe, an der Ihr Volk gearbeitet hat. Ich hatte gehofft, Sie sagen uns, wie man sie fertigstellt. Wir haben sie nicht fertiggestellt. Es war zu spät. Dann wissen Sie wohl auch nichts über den Katalysator? Nein. Ich war Soldat, kein Wissenschaftler. Ich beherrschte nur das Töten. Was war Ihre Mission? In meinem Volk gab es Avatare vieler Tugenden. Mut, Stärke, Klugheit. Ein Exemplar für jede davon. Wofür stehen Sie? Ich bin die Rache. Ich bin der Zorn eines toten Volkes. Ich verlange Blut für das Blut, das wir verloren haben. Erst wenn der letzte Reaper vernichtet ist, habe ich meine Aufgabe erfüllt. Ich habe keinen anderen Lebenssinn. Wer für mich ist, wird zum Verbündeten. Alle anderen werden zu Opfern. Einverstanden, Commander? Sir. Bei unserem Kampf gegen die Reaper war bisher nicht so schablonenhaft. Denn Sie haben die Hoffnung, dass Ihre Ehre bei Kriegsende noch intakt ist. In der Tat. Clank. Fragen Sie mal in der Asche einer Billion Seelen die Geister, ob Ehre etwas zählt. Ihr Schweigen reicht als Antwort. Wir haben das bei der Ausgrabungsstätte gefunden. Gehört es Ihnen? Ein Gedächtnistotem. Kann es uns bei dem Tigel helfen? Nein, es enthält nur Leid. Aber ich kämpfe mit ihm. Und das Letzte, was die Reaper vor ihrem Tod hören, wird die letzte Stimme der Proteaner sein, die sie ins Grab schickt. Ich würde gern noch einige Fragen stellen, wenn ich darf. Jetzt geht's los. Ich habe über ein Dutzend Artikel über Ihre Spezies in mehreren Fachzeitschriften veröffentlicht. Amüsant. Die Asari können endlich schreiben. Wie bitte? Schon gut. Was möchten Sie wissen? Wir kennen keine andere Spezies mit Ihren sensorischen Fähigkeiten. Erfahrung durch Berührung weiterzugeben war bei uns ganz normal. Die Chemie des Lebens. Komplexe Ideen konnten in Sekunden mitgeteilt werden. Das klingt ziemlich praktisch. Wir waren Jäger. Die detaillierte Wahrnehmung unserer Umgebung war überlebenswichtig. Das erklärt die Sender. Langsam beginne ich, die Sender etwas besser zu verstehen. Später haben wir die Technologie entwickelt, Informationen durch Berührung in bestimmten Objekten zu speichern. Das Gedächtnis hat einen eigenen Biomarker, genau wie Wissen und Fähigkeiten. Die Sender konnten sich das alles merken. Und was ist mit dem Raum? Können Sie etwas aus diesem Raum herauslesen? Ich spüre Flüssigkeit, eine Art Inkubation. Die DNA eines Kroganers, der hier wohnte. Er war stark, gewalttätig. Ich bin beeindruckt. Sein Name war Grant. Wäre er mein Feind, würde ich einen großen Bogen um ihn machen. In seinen Genen liegt große Stärke. Und die proteanische Zivilisation? Liara würde es mir nie verzeihen, wenn ich sie nicht fragen würde. Wie war die Zivilisation der Proteaner? Ja, ich habe mich immer gefragt, was für eine Regierungsform sie hatten. Wie sah ihre Religion aus? Oder vielleicht... Wir sind tot. Welche Rolle spielt das noch? Es tut mir leid. Das Studium ihrer Geschichte hat mich mein Leben lang begleitet. Bei meiner Geburt lag unser Reich bereits im Krieg mit den Reapern. Meine erste Erinnerung ist mein Planet, wie er in Flammen stand. Aber davor?
Wie war Ihre Zivilisation vor dem Angriff der Reaper? Wir waren die dominante Spezies unseres Zyklus. Wir beherrschten die Galaxie. Meine Studien haben ergeben, dass Sie damals die einzige raumfahrende Spezies waren. Das kam mir immer seltsam vor. Wir waren ein Reich mit vielen Untertanen, die sich alle irgendwann selbst Proteaner nannten. Und wenn Sie das nicht wollten? Sie hatten keine Wahl. Meinen Sie also Sklaverei oder wie die Reaper eine Indoktrination? Heißt das, Sie haben die anderen Spezies versklavt? Jeder konnte sich gegen uns stellen und hätte im Siegesfall geherrscht. Viele haben das versucht, alle erfolglos. Ich wusste nicht, dass Proteaner so hart waren. Es musste sein. Wir stießen früh auf die Gefahren von Maschinenintelligenz. Sie hat gegen uns aufbegehrt. Das Problem hatten wir auch. Bei uns heißen sie Geth. Die Maschinen durften uns nicht überflügeln. Der einzig gangbare Weg schien uns, alles organische Leben in unser Reich einzugliedern. Hat es funktioniert? Eine Zeit lang. Der Metakon-Krieg. Wir waren im Vorteil. Dann kamen die Reaper. Und wir begriffen, dass die Maschinen uns längst überflügelt hatten. Nur ganz anders als erwartet. Und was ist Ihre Mission? Auf Eden Prime sah es aus, als gäbe es weitere Stase-Kapseln. Was ist geschehen? Das Reich war gefallen. Unser Zyklus verloren. Wir waren die letzten Frontkämpfer, die besten noch lebenden Soldaten. Es hätten also mehr von Ihnen diesen Zyklus erleben sollen? Ja. Unter meiner Führung hätte sich ein neues Proteanerreich erhoben. Wir hätten die Völker ihrer Zeit beherrscht und sie auf die nächste Reaper-Invasion vorbereitet. Aber Verräter in unseren Reihen, indoktrinierte Agenten, haben den Reapern unseren Plan mitgeteilt. Und was, wenn es funktioniert hätte? Nur so aus Neugier. Wie hätten sie uns beherrscht? Wir hätten ihnen keine Wahl gelassen, als sich uns anzuschließen oder die Reaper allein zu bekämpfen. Wir haben zahlreiche proteanische Ruinen gefunden. Haben sie unsere Vorfahren überwacht? Wir haben vor dem Krieg Spezies mit Potenzial kultiviert. Und sie hätten irgendwann die Chance bekommen, sich dem Reich anzuschließen. Aber als die Reaper angriffen, haben wir damit aufgehört. In der Hoffnung, sie wären noch zu primitiv, um geerntet zu werden. Nun dann, danke. Glaube ich. Ja. Und der Krieg der Proteaner gegen die Reaper? Was können Sie uns über Ihren Krieg gegen die Reaper sagen? Viele Details gingen verloren. Der Konflikt dauerte Jahrhunderte. Die zu Beginn gegen die Reaper gekämpft hatten, waren bei meiner Geburt längst tot. Aber es gab Gedächtnisscherben, die von Soldat zu Soldat weitergegeben wurden und uns Fragmente der Ereignisse zeigten. Wie haben Sie die Reaper bekämpft? Wie hat Ihr Volk gegen die Reaper Krieg geführt? Zermürbungstaktik. System für System, Planet für Planet, Stadt für Stadt. Ganze Welten wurden geopfert, nur um die Reaper auszubremsen. Während Sie eine Population ernteten, konnten wir uns neu formieren. Konnten Sie das langfristig durchhalten? Nein. Unser eigenes Volk wurde indoktriniert, konvertiert und wandte sich gegen uns. Aber wir hatten keine Wahl. Gnade ist keine Waffe, nur eine Schwäche. Warum haben Sie verloren? Warum hat Ihr Zyklus den Krieg verloren? Unsere Stärke, unser Reich, wurde zum Risiko. Alle Spezies folgten nur einer Doktrin, einer Strategie. Als die Reaper unsere Schwächen kannten, konnten wir uns nicht mehr anpassen. Die Dienervölker waren uneins und verwirrt. Dann war es nur noch eine Frage der Zeit. Zum Glück ist das in unserem Zyklus anders. Die meisten Völker kooperieren, bleiben aber individuell. Das könnte ihre einzige Hoffnung sein. Und der Tiegel? Können Sie uns noch etwas über den Tiegel sagen? Nur was wir gehört haben. Es hieß, unsere Wissenschaftler würden eine große Maschine konstruieren, die Reaper besiegen könne. Sie haben sie nie gesehen? Zu dem Zeitpunkt war das Reich bereits zerschlagen. Niemand wusste, was die anderen machten. Wenn wir es nicht bald beenden, ergeht es uns genauso. Danke für dieses Gespräch. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Proteaner treffe. Ich empfand es als amüsant. Was? Dass die primitivsten Spezies meiner Zeit jetzt die Galaxie beherrschen.
Asari, Menschen, Turianer. Die Salarianer gibt's auch noch. Evolution bei den Echsenwesen? Sie sind Amphibien, soweit ich weiß. Sie haben Fliegen gefressen. Commander, Sie können auf mich zählen. Mein Name ist Javik. Dann willkommen an Bord der Normandy, Javik. Mensch, 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 Mensch. Das ist ja mal wieder spannend, was hier passiert. Kann ich nochmal mit dir reden? Bringt das was? So viel ist verloren. So viel hat sich verändert. Aber die Reaper sind immer noch hier. Ja, gut. Dann würde ich jetzt nochmal gerne mit... Okay. Mit Liara reden. Oh, ich bin hundemüde. Ich brauche einen Klappstuhl oder sowas. Das ist der falsche Raum. Ach komm. Ich bin der falsche Stockwerk. So, Q-Deck. So, vielleicht können wir nämlich noch mit Liara reden. Das würde mich vielleicht noch interessieren. Haben wir schon von Agentin D'Trace gehört? Sie hat sich seit über 8 Stunden nicht gemeldet, Doktor. Sie war auf Valshir im Einsatz, als die Reaper eingefallen sind. Damit dürfte wohl klar sein, was geschehen ist. Informieren Sie Agent Kalamis, dass er jetzt für die Berichte über die Aktivitäten der Reaper jenseits des Lovas-Portals verantwortlich ist. Mhm. Haben wir hier was Neues? Upgrades? Irgendwas? Ich verstehe dieses Terminal immer noch nicht so ganz. Notizen über Proteana. E-Mail von Jacob Taylor an Dr. Brian Cole. Ich vermisse dich, Bryn, aber ich bin froh, dass du wieder dort bist. Die Kämpfe wären hart, wenn wir mit dem Tiegel aufbrechen. Leute, die wissen, dass ich früher bei Cerberus war, zeigen mir die kalte Schulter. Ich kann es ihnen nicht verdenken, schon gar nicht nach den Ereignissen auf der Citadel. Immerhin konnte ich anderen Soldaten beibringen, wie Cerberus kämpft. Denn trotz neuer Ausrüstung hat sich ihre Taktik nicht verändert. So, eine Korrespondenz von einem Allianzprojekt und die Jauer. Ein Proteaner. Ein lebender, atmender Proteaner direkt unter mir. Er ist anders, als ich erwartet hatte. Geht mir auch so. Er war ein bisschen kalt, als ich mit ihm reden wollte. Ich begreife natürlich den Schock. Er wacht auf und seine Spezies existiert nicht mehr. Aber ein Proteaner, Shepard. Er könnte uns so viel erzählen. Ja, ja. So. Danke, Glyph. Ich mache jetzt das, was noch ziemlich wichtig ist. Eigentlich so ziemlich das Wichtigste in dieser ganzen verschissene Folge, nämlich ich wechsle meine Ausrüstung, mein das Ding da, gar nicht. Katastrophe. Volle schlimm bis zum geht nicht mehr. So, und jetzt ist weg. Jetzt können wir einen Cut machen. Wir haben ihn Prime geschafft. Wann nettest du jetzt? Ja. Und ja, ich habe eine Nachricht. Bis zur nächsten Folge.